In diesem Video erfährst du alles zur Einrichtung und Nutzung von Voice Attack in Ghost Recon Breakpoint. Bleib dran! Halt. Feind auf 12 Uhr. Nimm du den linken. Ich nehme den rechten. 3, 2, 1, Feuer. Das war's. Zwei Feinde am Boden. Ghosts, geht dort in Stellung. Nehmt eure Sachen und geht da drüben in Stellung. Team, bei mir sammeln. Sammelt euch bei mir. Yep, sind unterwegs. Dies ist die erste Folge meiner Videoreihe zum Thema maximale Immersion in Ghost Recon Breakpoint. Neue Folgen erscheinen immer jeden Freitag. Abonnier am besten meinen Kanal, wenn du keine davon verpassen willst. Klären wir zunächst mal, was Voice Attack überhaupt ist. Voice Attack ist eine Software, die es unter anderem ermöglicht, Makros per Spracherkennung auszuführen. Die Software kann eigentlich noch einiges mehr, aber für unsere Zwecke hier reichen die Standard-Makros vollkommen aus. Aber gleich mehr dazu. Es gibt eine kostenlose und eine kostenpflichtige Version für rund 12 Euro. Die kostenpflichtige Version findest du neben der offiziellen Voice Attack Website unter voiceattack.com auch auf Steam. Bevor du Voice Attack nutzen kannst, muss die Software zuerst eingerichtet werden. Voice Attack bedient sich der Windows-eigenen Spracherkennung, das heißt, du musst zuerst die Windows-Spracherkennung einrichten. Das ist aber ein Grund zum Freuen, denn das ist viel leichter, als es klingt. Zuallererst öffnest du die Soundsystemsteuerung, indem du das Windows-Startmenü öffnest, Soundeinstellungen eingibst und auswählst und dann oben rechts auf Soundsystemsteuerung klickst. Das große Fenster kannst du dann schließen. In der Soundsystemsteuerung gehst du in den Reiter Aufnahme, wählst dein Mikrofon aus und klickst auf Eigenschaften. In diesem Fenster wiederum gehst du auf den Reiter Pegel. Das, was du hier siehst, ist die Lautstärke deines Mikrofons. Lass dieses Fenster erstmal offen. Öffne dann wieder das Windows-Startmenü, gib Spracherkennung ein und öffne die Spracherkennung Systemsteuerung. In dem Fenster, das sich geöffnet hat, klickst du nun zuerst auf Mikrofon einrichten. Wähle deinen Mikrofontyp aus, klicke auf Weiter und dann nochmal auf Weiter. Jetzt sollst du einen kleinen Absatz vorlesen, aber Achtung! Dadurch wird unter Umständen deine Mikrofonlautstärke geändert. Achte deshalb unbedingt mit einem Auge auf das Fenster mit dem Mikrofonpegel, denn der neue Pegel wird immer wieder automatisch eingestellt, sobald die Spracherkennung aktiviert wird. Das Problem hatte ich in einer Let's Play-Aufnahme und hatte keine Ahnung, wie ich das beheben kann. Hier kommt die einfache Lösung. Falls sich dein Mikrofonpegel durch das Sprechen geändert hat, klicke erneut auf Mikrofoneinrichtung, setze dann den Mikrofonpegel auf den ursprünglichen Wert zurück und wiederhole die Mikrofoneinrichtung. Je leiser du dabei sprichst, desto lauter stellt Windows dein Mikrofon ein und umgekehrt. Ist die Mikrofoneinrichtung erledigt, klickst du auf Computer trainieren, damit er sie besser versteht. Dort sollst du wieder einige Dinge vorlesen, dabei ist die Lautstärke aber egal. Hier ist nur wichtig, dass du natürlich sprichst. Damit ist dann alles für Voice Attack vorbereitet. Wenn du Voice Attack gestartet hast, klickst du hier rechts neben diesem Auswahlfeld für die Profile auf diesen Button hier, um das Profil zu bearbeiten. Hier kannst du neben Profile Name dem Profil einen neuen Namen geben. Ich nenne es jetzt mal YouTube Ghost Recon Breakpoint Tutorial. Und dann, um neue Befehle hinzuzufügen, kannst du auf New Command klicken. So, hier wirst du natürlich erstmal erschlagen. Es gibt verschiedene Trigger, was wir wollen ist aber nur When I Say, das heißt, dass ein Makro ausgeführt wird, wenn wir etwas sagen. Ich nenne das Ganze hier jetzt mal Teste mich. Das heißt, wenn ich Teste mich sage, dann wird irgendetwas ausgeführt. Jetzt haben wir verschiedene Auswahlmöglichkeiten, was wir da reinbauen können. Da gibt es ganz viele verschiedene Dinge. Aber das Einzige, was wir benötigen, ist Key Press, die Maus und Pause. Zum Testen machen wir jetzt mal einen Key Press auf Q, auf die Q-Taste. Jetzt ist das Ding auf dem falschen Bildschirm aufgegangen. Hier ist es. So, dann drücken wir hier die Q-Taste. Dann erscheint das hier. Dann können wir hier einstellen, wie lange die Taste gedrückt sein soll. Oder ob die Taste nur gedrückt werden soll, ob sie nur losgelassen werden soll. Oder ob der Status der Taste umgeschaltet werden soll. Also wenn sie gedrückt ist, die Taste, dann wird sie losgelassen und wenn sie losgelassen ist, wird sie gedrückt. Aber wir brauchen hier für unsere Zwecke eigentlich nur die oberen drei.
Und wir lassen das auch hier bei 0,1 Sekunden. Das hat sich als sehr funktional bewährt, denn wenn die Zeit zu kurz ist, die Taste gedrückt wird, erkennt das Spiel das manchmal nicht und wir wollen lieber auf Nummer sicher gehen. Also Q und dann speichern wir das Ganze über die OK-Taste und hier nochmal Apply, sonst wird das nämlich nicht angewandt, oder auf Done, dann geht dieses Fenster aber zu. Und jetzt sehen wir hier den Befehl. Jetzt machen wir mal eine Textdatei auf. Dann hier wieder die Erkennung an. Ja, dafür muss ich das Fenster zumachen. So, Erkennung wieder an. Teste mich. Und wie wir sehen, wurde die Q-Taste gedrückt. Man muss bei dem Sprechen mit Voice Attack, vor allem wenn man Let's Plays aufnimmt, immer ein bisschen aufpassen. Denn wenn ich jetzt einfach so sage, teste mich, dann erkennt er das nicht, weil ich so viel vorne dran geredet habe. Oder auch wenn ich sage, teste mich und dann einfach weiterrede, dann passiert auch nichts. Also man muss dann immer kurz vor dem Befehl und kurz nach dem Befehl eine kleine Pause einlegen. Also ungefähr so. Teste mich und dann könnt ihr weiterreden. Dafür braucht man ein bisschen Übung. Ich schaff's auch nicht immer, aber wenn ihr für euch alleine spielt und nicht noch ansonsten irgendwelchen Quatsch kommentiert, wie ich das mache, dann dürftet ihr damit keine Probleme haben. So, dann gehen wir einfach wieder in die Profilbearbeitung, öffnen den Teste mich-Command per Doppelklick und stellen unser Gesagtes um auf Ziel erfassen, denn das ist genau das, was es ist. Und hier gibt es noch eine Besonderheit, denn wenn ihr mehrere Befehle mit einem Semikolon, also einem Strichpunkt, trennt, dann könnt ihr das eine oder das andere sagen. Also wir können zum Beispiel einstellen Ziel erfassen, Gegner gesichtet und Fadenkreuz auf Ziel. Drücken nochmal auf Q, Apply, gehen wieder in unsere Textdatei und probieren das Ganze direkt mal aus. Ziel erfassen, Fadenkreuz auf Ziel. Gegner gesichtet. Wie ihr seht, funktioniert jeder dieser Befehle jetzt. Das Ganze können wir auch noch etwas verfeinern, indem wir eckige Klammern um Worte herum machen und dann innerhalb der eckigen Klammern Befehle mit Semikolon trennen. Zum Beispiel hier Ziel und Gegner. Dann können wir sagen Ziel erfassen oder wir können sagen Gegner erfassen. So, dann machen wir die 3Q hier wieder weg. Ziel erfassen. Gegner erfassen. Und wie ihr seht, funktionieren hier auch beide Befehle. Jetzt haben wir im Prinzip schon die Hälfte des Simultanschusses erledigt. Dann machen wir doch gerade noch die andere Hälfte, nämlich das Ausführen des Schusses. Das ist ja bei Breakpoint so, wenn ihr zu Fuß unterwegs seid, müsst ihr durchs Visier schauen, rechte Maustaste gedrückt halten und Q ungefähr eine Sekunde lang drücken. Das ist ein kleines bisschen komplizierter anzulegen, aber ist absolut kein Hexenwerk. Den Command nennen wir hier der Einfachheit halber einfach nur Feuer frei, wie ich das im Let's Play auch habe. Und dann geht es los. Wir müssen die rechte Maustaste gedrückt halten. Wir wollen Right Button Down. Das heißt, er hält die rechte Maustaste gedrückt. Machen wir OK. Machen eine kleine Pause rein von 0,1 Sekunden. Und dann müssen wir Q gedrückt halten für ungefähr eine Sekunde. Ich weiß es jetzt nicht ganz genau, aber machen wir eine Sekunde. Feintunen könnt ihr ja später. Dann im Spiel, dann macht er einfach immer Alt-Tab hin und her und dann klappt das schon. So, dann machen wir hier eine Sekunde gedrückt halten. Dann kann Q ja wieder losgelassen werden und dann die rechte Maustaste wieder loslassen. Das machen wir hier über Release Right Button. Und damit sollte das schon erledigt sein. Wenden wir an. Das können wir jetzt hier in der Textdatei nicht testen. Deshalb starte ich jetzt einfach Breakpoint und dann schauen wir uns das Ganze live im Spiel an. So, dann probieren wir das Ganze doch mal aus. Ziel erfassen. Fadenkreuz auf Ziel. Fadenkreuz auf Ziel. Ah, da ist der Helikopter im Weg. Vielleicht da drüber. Fadenkreuz auf Ziel. Ah, der Helikopter ist im Weg. Gut, dann nehmen wir eben nur den einen. Feuer frei. Wunderbar, funktioniert. Also, alles richtig gemacht. Jetzt haben wir allerdings nur den Simultanschuss. Es gibt ja auch noch die anderen Befehle. Gehe zu, neu formieren, Feuerfreigabe und Position halten. Wie wir die einrichten, zeige ich euch jetzt. Und zwar beispielhaft am Befehl neu formieren.
Die anderen Befehle sind simpel, nur mit anderen Koordinaten. Machen wir hier neu formieren als Befehl. Oder was auch immer ihr sagen wollt, oder ihr macht mehrere Befehle. Seid ihr komplett frei in der Einstellung. Ich habe übrigens, ich glaube insgesamt, wenn man alles zusammenrechnet, über 200 Befehle, wenn man die dynamischen mit einrechnet. Wenn ihr möchtet, könnt ihr euch die übrigens über den Link in der Videobeschreibung einfach runterladen. Dann müsst ihr diese ganze Einstellerei nicht selbst machen. So, einmal müssen wir die, ich glaube standardmäßig ist es die linke Alt-Taste. Bei mir ist es die Taste T, weil ich die Steuerung umgestellt habe. Deshalb mache ich das hier auf T. Ihr macht es dann bei euch entsprechend dann auf die linke Alt-Taste oder auf was auch immer ihr euch eingestellt habt. Und zwar wollen wir die Taste nur drücken, damit sich dieses Auswahlrad öffnet. Dann wie immer eine kurze Pause nach einem Tastendruck, damit das Spiel auch die Zeit hat, den Tastendruck zu erkennen. Wobei wir hier die Pause ein kleines bisschen länger machen müssen, weil die Animation zum Öffnen dieses Auswahlrads ein kleines bisschen länger läuft. Ich weiß jetzt leider nicht mehr genau, wie lange, aber wir probieren es einfach aus, mal mit 0,3 Sekunden. Anschließend muss ein Rechtsklick ausgeführt werden, um vom Item-Auswahlrad zum Befehlsauswahlrad zu kommen. Click Right Button, 0,1 Sekunden ist okay. Dann machen wir nochmal eine kleine Pause rein, damit das Ganze umswitchen kann und müssen jetzt die Maus bewegen. Und zwar relativ von der Bildschirmmitte aus nach oben links. Das können wir hier im unteren Teil des Fensters machen. Um nach oben links zu kommen, gehen wir einmal 500 nach links und 500 nach oben, also nach oben links. Und zwar relativ von der aktuellen Mausposition aus. Drücken OK. Warten nochmal 0,1 Sekunden und lassen dann die Taste T los. T, Release, OK. Und das müsste es schon gewesen sein. Probieren wir das einfach aus. Neu formieren. Kommt zu meiner Position. Funktioniert ganz wunderbar. Was wir aber noch machen können, ist hier die Zeit ein bisschen kürzer. 0,3 Sekunden ist zu lang. Vielleicht geht es sogar mit 0,1 Sekunden. Probieren wir es einfach aus. Neu formieren. Kommt zu meiner Position. Wunderbar, funktioniert also auch mit 0,1 Sekunden. Da war meine Information von vorher falsch. Also 0,1 Sekunden reichen auch vollkommen aus. Für die anderen Befehle ist es eigentlich genau das gleiche. Außer für Gehe zu, denn da muss hinterher noch ein Linksklick erfolgen. Aber ich glaube an euch, ihr schafft das schon, ihr kriegt das hin. Falls du dir übrigens Sorgen machst, dass das Ganze von Ubisoft als Cheaten gewertet wird und dein Account gesperrt wird oder sowas, ich bin ja in der Delta Company und habe daher direkten Draht zu einigen Entwicklern und Community-Mitarbeitern. Und ich habe im Vorfeld zu diesem Video extra im Delta Company Discord nachgefragt, wie es denn da aussieht, weil es ja im Grunde nur Makros sind, die per Spracheingabe ausgelöst werden. Und laut einem Community-Mitarbeiter dort von Ubisoft sollte das nicht als Cheaten bewertet werden, solange ihr es nur im PvE nutzt. Also von daher könnt ihr es ruhig im Spiel benutzen, so wie ich es auch im Spiel benutze, und müsst keine Angst haben. Wenn dir das Video irgendwie weitergeholfen hat, würde ich mich sehr, sehr, sehr über einen Kommentar und ein Like von dir freuen. Und falls du es noch nicht getan hast, abonnier doch einfach auch noch meinen Kanal, ist komplett kostenlos. Und außerdem erscheint jetzt jeden Freitag eine weitere Folge, wie du Ghost Recon Breakpoint noch immersiver machen kannst. Und mit deinem Abo verpasst du keine davon. Also dann, bis zum nächsten Mal, mein Freund. Ich freue mich auf dich. Wir sehen uns.